Der beliebte Q-Park am Kitzbüheler Horn ist heuer Schauplatz für das Finale der Sick Trick Tour. Das Ganze ist ein Snowboard- und Freeski Slope-Style Jam Session. Max, für unsere Zuschauer, kannst du mal kurz erklären, was das genau ist? Ja, das ist folgendes. Freeski und Snowboard Jam Session heißt, dass durcheinander gefahren wird, ohne richtigen Ablaufplan, wer wann startet. Der Spaß dabei ist, dass ja jeder Fahrer sich nicht darauf konzentrieren muss, wann er dran ist, sondern dass, wenn er dran ist, sich was aussuchen kann und das dann macht. Slopestyle heißt, das ist eine Mischform aus Schanzenspringen und Railfahren, beziehungsweise Picknick-Tables gibt es noch. Und diese Rails nennt man Obstacles. Drei solche Obstacles. Welche genau sind es und was sind die Schwierigkeiten dabei? Also heute haben wir drei Obstacles auf einer sogenannten Funbox. Da haben wir einmal das Sea Rail. Das ist ein gebogenes Rail-Element, wo die Schwierigkeit drin besteht, dass man eine Kurve fahren muss auf einem Element eben. In der Mitte haben wir die Straight Box, sicher eines der beliebtesten Obstacles, weil es am einfachsten zum Fahren geht. Und dann haben wir noch zwei so von diesen typischen Picknick-Tables aufgestellt in einem Winkel, dass man da mehrere Tricks drauf machen kann. Die Teilnehmer fahren dann über diese drei Obstacles drüber und machen dabei verschiedene Sprünge, verschiedene Figuren. Sind die vorgegeben oder sucht das jeder selbst aus? Na, das ist das Schöne an dem Sport, dass man der Kreativität freien Lauf lassen kann. Und zwar erwarten die Judges so viele Variationen wie möglich. Man sollte nicht immer das Gleiche machen. Es gibt Drehungen, es gibt Überkopfsprünge auf das Element und vom Element runter. Es gibt einbeinige Versuche von Snowboardern, also es gibt eine große Breite an verschiedenen Tricks, die man da machen kann. Je kreativer die Tricks sind, desto schwieriger wird ja dann die Bewertung. Wie genau wird denn hier bewertet und wer macht das? Also es sind drei professionelle Judges am Werk, wobei einer ist der Head Judge und dann gibt es einen speziellen Ski Judge und einen speziellen Snowboard Judge. Das wird vorher abgesprochen. Ähnlich wie bei anderen Sportarten gibt es für solide, einfache Tricks eine Punktezahl. Wenn die durchgezogen werden und schön gelandet werden, dann gibt es da einen bestimmten Punkte-Fixsatz. Und wenn jemand dann kreative Elemente dazwischen einbaut, so wie Drehungen oder eben Überkopfsprünge von den Elementen runter, dann gibt es Zusatzpunkte. Wer sind denn heute so die Favoriten? Also unser Oberfavorit, der Phil Hubert, war leider verhindert. Bei den Snowboardern, bei den Skifahrern ist das komplette Aufgebot am Start. Aus Deutschland, aus Österreich kommen aus meiner Sicht die Favoriten, der Schneider Flo, der Obwaller, der Junge, der eigentlich noch bei den Rookies mitfahren würde, aber sich automatisch schon bei den Erwachsenen eintragt, weil er einfach so gut ist, gehört sicher zum Favoritenkreis.
Weiters bei den Mädels haben wir aus Finnland, aus Schweden, auch aus Deutschland und Österreich hauptsächlich Starterinnen. Und ansonsten bei den Snowboardern, da battlen sie die einheimische Elite mit dem bayerischen Raum, würde ich sagen. Selber jucken, dass du auch mitmachst beim Bewerb? Ja, ist natürlich, aber man hat natürlich wenig Zeit, wenn man sowas organisiert und kommt dann natürlich nicht zum Springen und man sollte schon ein bisschen trainiert sein, damit man da mitfährt. Außerdem muss ich sagen, ist das Level inzwischen schon so hoch, dass ich da nicht mehr mithalten könnte. Das heißt, wir dürfen gespannt sein auf die Siegtrick Tour 2009. Davor genießen wir aber noch den heutigen Bewerb. Ja, ganz genau. Außerdem möchte ich mich bei allen Sponsoren und Mitarbeitern, Fahrern bedanken, ohne die so ein Event nicht möglich wäre. An oberster Stelle natürlich Rass und Donner, die das heuer ermöglicht haben, durch eine finanzielle Spritze das Ganze in so einer professionellen Form abzuhalten. Dann das Alpenhaus mit dem Reichsfranz, der uns da sehr viel zur Verfügung stellt, und die Almgemeinschaft hier, dass wir das auch hier machen dürfen. Die Bergbahn AG, Kitzbühel natürlich, ohne deren Pistenstunden und Engagement das nicht möglich wäre. Getränkesponsoren, Kleidungssponsoren, unser komplettes Team wird ausgestattet von Zimtstern. Die Leute werden versorgt mit Rockstar-Drinks. Für alle Zuschauer gibt es Heineken-Bier. Und natürlich der Tourismusverband Kitzbühel, der uns da auch sehr gut unterstützt hat heute. Und natürlich alle weiteren Sponsoren. Kitzbühler Anzeiger. Also ein riesengroßes Team, das da im Einsatz ist, um diese großartige Veranstaltung zu ermöglichen. Und die besten Szenen davon, die schauen wir uns jetzt noch an. Bad boy.